ist das denn? Seetang. Mmh. Gar nicht mal so lecker. What? What? Yes. Habt ihr das gehört? Das klingt wie eine Nasenflöte. Das muss eine Nasenflöte sein. Das spür ich. Der ist schon ein bisschen größer. So, meine Lieben, dreimal dürft ihr raten, wo ich bin. Richtig, im Containerhafen in Hamburg. Es wird herrlich. Wer ist an meiner Seite? Da ist er. Er ist halt Amerika. Da ist er. Ihr kennt ihn. Sido. Und was machen wir heute? Per Streetfishing auf Riesenzander, Monsterzander-Alarm in Hamburg. Wir sind extra gekommen. Extra gekommen, weil unser Freund Big Bait Benjamin Gedicke angerufen hat, die Riesenzander beißen. Let's go, Freunde. Ich bin so heiß wie noch nie in meinem ganzen Leben. Mega. Herrlich. Man sieht es oder man hört es auch vielleicht. Es ist extrem windig. Wirklich sehr stark, sehr windig. Nicht so schlimm. Wir schaffen das schon. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Oder? Was denkt ihr, meine lieben Mäuse? So. Klassisches Angeln auf der Steinpackung. Hoffentlich verlieren wir nicht so viele Köder. Wir fangen viele Zander. Richtig. Und da ist er. So, und da ist er, der erste Mensch. Kamera war ein bisschen zu langsam. Herrlich. Stimmt. Naja, wir sind da. Eben kamen wir auch heute lang, die hatten locker einen 60 plus Zander im Gepäck. Nicht so optimal. Wir haben heute ganz schön zu böigen Wind. Das hat ins Auswerfen und den Köderkontakt doch sich etwas schwierig gestalten lässt. Aber ja, Dave hatte gerade einen Anfasser, bei mir war jetzt noch gar nichts. Also mit dem angepeilten Meterzander ist jetzt noch nichts geworden, aber die Nacht ist noch lang, der Tag ist noch jung und in Hamburg gibt es immer Zander. So normal. Päuschen. Hä? Päuschen machen? Päuschen machen. So, und jetzt machen wir mal eine Pause, gehen was essen und dann greifen wir hier nachher wieder an. Wir sind gespannt, wie der Franzose sagen würde. Jetzt sind wir an dem geheimsten Geheimsee, wo seit ich weiß nicht wie vielen Jahren keiner mehr geangelt hat. Diesen Spruch finde ich immer den besten, wenn es mal heißt, hier hat seit ... Jahren keiner mehr auf ... geangelt. Wir werden es überprüfen. Es gibt Riesenhechte. Hier hat seit 10 Jahren keiner mehr geangelt auf Hecht. Wir sind die Ersten. Das ist jetzt kein Witz. Das wird mega geil. Ich habe heute einen 1,30, mindestens einen 1,30 Krokodil, wenn nicht einen 1,40er. Ich. Vom Bellyboot. Bleibt dran. Ja, das heißt einfach mal... Nein, nicht wegmachen. Das heißt einfach mal, Angelkarte ist erforderlich. Genau, und Filetieren verboten. Das wird herrlich heute. Ich glaube, das wird schön. Exklusiv Gewässer. Prognose? Prognose, eine ehrliche Prognose, ich glaube, so 1,20 Meter Fisch wird rauskommen. Der kam gestern schon, ich muss wenigstens heute sein, ne? Ich dachte, wir sind ein Karpfenangeln hier. Das machen wir auch noch nächstes Mal. Karpfen, wir fischen auf die grünen Karpfen mit den großen roten Augen. Okay. So eine Schleim mit solchen Augen. Rotflossenhechte. Ich bin motiviert. Wie beim Autopacken. Wir haben auch nur 5 Pumpen dabei, ne? Der hat sich gestern Nacht so eingeblasen, dann macht er gleich weiter. Das ist ein Hamburger. Der hat es auf dem Kiez gelernt. Sag mal, eigentlich als Boss macht man sowas selbst? Eigentlich nicht, aber manchmal ja. Notfällen.
Tschüss. Ey, das war so eine geile Aktion, ey. Der Fisch hat direkt am Bellyboot gebissen. Das war so genial. Also auf sich, einen Meter entfernt. Herrlich, ich bin begeistert. Wir lassen ihn wieder schwimmen. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe ausgeworfen. Zum Glück habe ich Schippe noch in der Hand. Und es gab gleich einen Ruck. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was jetzt hochkommt. Nach dem Wels von gerade. Ja, nach dem Wels von André. Da ist er schon da oben. Der lag voll auf dem Grund, ne? So, kannst du mal warte, ein Foto machen? Zeig mir die Würmer. Der eine hängt am Auge heute. Ich habe in die Richtung geworfen, habe langsam eingekurbelt und dann hatte ich eine Fehlattacke. Hab angehauen, hab den Köder kurz stehen lassen und dann ist dieser Fisch hochgeknallt. Geil. Wer wird ihn fangen? Den deutschen Hecht bekommen. Den neuen deutschen Hecht. Klassische Fall von wegbeißen. Ja. Ja, okay, Big Bait Benny. Warum haben wir jetzt den 1,30 Meter nicht gehabt? Alter, super gemacht. Ich wollte gerade fragen, warum wir ihn nicht gefangen haben. Wo ist der 1,30 Meter? Das kannst du klar, ne? Hat 1,35 Meter. Aber wir sprachen vorhin davon, ob es hier auch Fische über 50 cm gibt. Mega. Machen wir mal jetzt ein bisschen. Wunderbar. Ein Traum. Super. Mega. Tipp, 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 tipp. Der hat ja gar nicht auf den Fisch gesessen. Der will noch mal richtig Action machen. Das ist ein Durchmäuschen. Mäuschen. Deine Ruten. Deine Ruten? Ach, da sind die Ruten. Oh, ja. Komm jetzt her. Mega. Mega. Topfisch. Der hat noch Applaus, oder? Ja, weil das ist Applaus. Groß. Mega. Gut gemacht. Der Haken will schon rausfallen. Der hat nicht auf den Finch gebissen. Nein, aber guck mal, der hat auf meinen Köder gebissen. Ich gestern extra noch bite me, Digga. Habe ich extra noch aufgeschrieben. Bite me. Ihr habt mich doch ausgelacht. Aber der hat auch wieder Egel. Alle, ne? Auch wieder Egel drauf. Zeig nochmal den Bite me. Bite me, Digga. Mit Bite me. Auf dem Twinder. Bite me. So, wollen wir ihn releasen? Ja, somit ist Feierabend. Das war der größte Fisch des Tages, glaube ich, ne? Aber nicht der beste, denn der wurde gefangen von André. Ein schöner Zander. Ja, nicht du. Der Boss kann nicht immer absagen. Meine war auch nicht schlecht. Feierabend. Okidoki, und es geht rasant weiter. Es geht jetzt direkt im Anschluss. Wir sind gerade mal aus Hamburg. Wir kamen, man kam mir an, gestern. Angeln jetzt in Berlin, mitten auf der Havel wieder. Und zwar geht es darum, wir wollen das magischen Triple voll machen von der Havel. Hecht, Barsch und Zander. Zeit rennt, jetzt ist Nachmittag, es wird bald dunkel. Let's go. Das war auf jeden Fall ein Festhalter oder so. Barsch oder so. Okay, und so einfach geht's. Wir wissen nicht, was das ist. Der Spot. Ey, aus dem Teig, oh, schöner. Alter. Ist ein großer Hecht. Guter Fisch. Nimm mal einen Kescher. Jawoll. Voll geil. Habt ihr die aussuchen? Kescher. Mega.
Okay, und da ist er. Zielfisch Nummer 1 ist gelandet. Mega. Voll geil. Jetzt fehlt nur noch Barsch und Zander. Ich bin begeistert. Voll geil. Okay, Leute, alles klar. Geiler Fisch, Mann. Mega geiler Fisch. Voll fett. Und richtig fit auch. Ja. Der erste Wurf hier mit der Swift. Kleiner Wobbler. Voll geil. Wir fahren in den Hafen jetzt im Boot. Nee, nicht ohne Boot. Also bis gleich im Hafen. Wir sehen uns. Wie siehst du aus? Wie sehe ich aus? Oh. Alter, also nicht für gewisse Größe, was wir eigentlich wollten, aber besser erstmal als nichts, oder? Voll geil. Mega, den zweiten Zielfisch. Also jetzt genau. Geht nur noch Zander heute jetzt. Und vor allem fehlt die Größe. Und nein. Also ist egal wie groß, aber noch ein Zander fehlt, dann haben wir alles geschafft. Und dann haben wir Hamburg weggeschmettert, das, oder? Genau, dann haben wir Hamburg einfach mal, ja. Voll im Barschgewitter ist das geil. Leute, das ist ein 30 plus Barsch. Herr Kameramann, Ihre Route liegt hier unten im Weg. Ja, man ist sofort weg. Oh, guter Fisch. Guter Fisch? Schöner Fisch. Ja, ja, Mann. Oh ja. Das ist ja wie bei Paypatch, wie bei Barsch Pro. Guck mal, ich hab seinen Fach, seinen Sohn. Ey Leute, erinnert ihr euch an Barsch Pro? Guck jetzt den Fisch. Oh Gott, ist der riesig. Oh Gott, ist der groß. Ja, nice. Wisst ihr das noch? Wie es war? Bei Barsch Pro. Wie schön. Also bei Barsch Pro. Oh, André wieder. Guter Fisch. Ich sehe es schon gleich. Was ist los? Die letzten Stunden. André, Minuten. Ja. Aber es ist kein guter Fisch leider. Sehr guter Fisch. Tschüssi. Tschüssi. Oh Gott, er ist mir aus der Hand entglitten. Ich hab schon wieder einen. Alter, das geht ja wieder. André auch, guter Fisch. Alter. Oha. Oha. 40er, ganz klarer Fall. André, super. Eine Monster. Guck mal, doch. Oh Gott, was ein Riesenfeld. Also Mission Barsch ist jetzt auf jeden Fall erfüllt. Mega, ich bin voll begeistert. André. Es sind noch nicht die Größten, aber die sind schon mal super. Es sind die Größten. Spaß, ne? Es sind die Größten und die müssen jetzt sofort Talar holen gehen. Voll geil, alles klar, let's go. Juhu. Mega. Der wächst auf tatsächlich den Wilzen in 6 Inch. Jetzt kommen die Fische, die sind zwar nicht wirklich viel größer als der Ball. Guck mal, Vergleich, ne? Aber ist schon verrückt, oder? Aber die großen Fische kommen tatsächlich. Auch mal große Dates. Ah, da hängt er doch. Da hängt er doch. Ah, schade. Guck mal, der Köder. Oh Gott. Zeig mal her. Oh Gott. Das waren jetzt mehrere Bisse in einem Wurf. Aber, das ist schlimm. Nächsten Mal. Okidoki! Neuer Spot, es geht wieder weiter. Geilo, wer ist denn da vorne schon? Ist das einer von unseren groß angekündigten Special Guests oder was? Da kommt er, ich sehe ihn am Gang. Oh. Maschine. Victor! Aber ist schon nicht schlecht. Der ist super. Da würde ich mal ein ordentliches Yippie raushauen. Ja, herrlich, wir haben getrippelt. Nee, eigentlich muss ich ja eigentlich einen von jedem Fall. Hey, Diggi! Hey. Juppie! Juppie! Sieht richtig glücklich aus. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich sehe. Geil! Juhu! Hey. Sebo! Megi! Juhu! Lange nicht gesehen, Mann. Das ist mega! Geil. Na, was geht? Unsere neue Reiseroute, die neue Troy in 3 Ausführungen. Mega! Diggi! Wir würden jetzt auch einen Thunder fangen. Juhu! Geil ist die das. Was brauchst du für einen? Einen goldenen, schön. Also genau da, wo die Strömung ist, geht es runter, mindestens auf 4 Meter. Und dann geht der Graben nach oben, so auf vielleicht
2,50 oder so. Das heißt, du spürst die Tox nicht so richtig, wenn also das Aufkommen des Köders. Aha, okay. Und deswegen ist es genau in dieser Situation, denkst du so, was ist denn da los? Das ist ein bisschen viel Mauschel und so. Aber das liegt daran. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um darauf zu kommen. Ja, genau wie ich mir dachte. Genau wie ich mir dachte. Hat jetzt also nur das bestätigt, was ich vermutet habe. Was du gedacht hast. Richtig, kalt wird es jetzt wirklich. Aber ich muss eins sagen, wir haben die Mission erfüllt. Alle Zielfische gefangen. Hecht, Zander, Barsch. Ich bin mega erfreut deswegen. Okay, alles klar, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr bei Zackfishing bestellt, bitte an den Gutscheincode, an den Aktionscode BOSS denken, bitte. Für kleine extra Goodies und dann hilft ihr, dass der Kanal wächst von Angelecke Boss. Also ich habe ja meine Zackroute natürlich auch über Dave. Also ihr wisst schon, dass Dave dann richtig Kohle kriegt und so. Wenn ihr seinen komischen Namen dann sagt. Ich meine, wer gönnt ihn das schon? Ich würde an eurer Stelle einfach, wie es Icke, lieber draufzahlen. Und die Treuroute ist draußen jetzt, die Reiseroute ist da. Ah ja, auf gar keinen Fall. Wenn ihr, also, wenn ihr auf Reisen geht, kaufen Treuroute. Aber ohne Dave. Ohne den Boss. Oh Gott. Der hat kopiert.